Töten wir die Trail oder versuchen wir nochmal Ja. zu vermitteln? Und die Community, Es sind so wie es links-linke ist, Gutmenschen. wollte vermitteln. Ja. Was aber das Wesentlichste noch ist, wir kriegen eine Belohnung, noch einen Gegenstand. Wenn ihr auf das Szenario-Heft schaut, da steht bei Rewards 10 Experience each und dann noch ein Gegenstand Stormblade. Gegenstand habe ich schon rausgesucht. Wo ist der? Wenn ihr nach rechts unten vom Tisch schaut, da stehen, liegen die ganzen Karten, die es zu kaufen gibt. Und rechts unten habe ich die Stormblade hingelegt, die darf einer von uns sich nehmen. Und jetzt noch eine wichtige Sache, drunter liegen neue Gegenstände. Da wir das Szenario 6 abgeschlossen haben, werden wieder neue Gegenstände verfügbar kaufen dürfen. Ich habe kein Geld. Ja, warte, mit dem Geld kommen wir eh noch, aber die könnt ihr euch nachher, wenn euch fad ist, auch schon anschauen, was da für Gegenstände liegen. Aber jetzt ist mal relevant, diese Stormblade. Schaut euch die mal an. Da kann man jederzeit, die muss man nicht mal noch tappen oder irgendwas, immer wenn es Wind gibt, darf man den Wind verbrauchen und seinen Nahkampfangriff um plus 2 verstärken. Hm. Ein Ziel. Die Frage ist halt, wer von uns das sinnvoll verwenden kann. Da würde ich vorschlagen, einer, der oft im Nahkampf angreift. Das heißt, es also gibt ihn ich nur zwei. Keine Fernkampfangriffe. Also ich bin sicher nicht. Ich nehme die nicht. Ich auch nicht. Ja, das werden sich Brute und Crackhard ausmachen, wer von den beiden die verwenden will. Also, ich kann sie schon brauchen. Du hast eine Axt. Ja, du hast einmal diese Volatile-Bomb bekommen. Schau, er schwingt in einer Hand die Axt, in der anderen das Schwert und du schwingst in einer Hand die Volatile-Bomb und sonst nichts. Ich hab eine Hand frei. Ja, der Michi auch. Aber Michi hat mal die Volatile-Bomb bekommen. Ja, aber das ist auch nur eine Hand. Ich weiß. Na, aber jetzt könnte ich mal das Schwert kriegen. Ich weiß auch nimm's, nicht, wer von euch. Nimmst du aber Single-Target, das ist eher Multitarget. So, okay. Bevor ihr da irgendwas weiterredet, habt ihr mir tatsächlich meine XP dazu geschrieben? Nein, die haben wir dir noch nicht gegeben. Okay, das heißt, ich krieg 10 vom Szenario plus meine 10 sind 20 Punkte, also. Nein, nochmal 8, das sind die generellen, weil wir das Szenario geschafft haben auf Level 2. Ich dachte, 10 also kriegen wir fürs 20. Szenario. Nein, 10 10 ist und eine 8. Extra Belohnung, weil es da steht. Wenn du beim Text schaust, Rewards 10 Experience each. Aber dann kriegen wir auch noch, René, siehst du, wo mein Cursor ist? Ganz links oben, da liegt das Regelheft. Ja, ich bin beim Regelheft. Wenn du das, was? Ja, wenn du das anschaust, da ist eine Tabelle, wo mein Cursor ist. Aha, und ja. Und bei Level 2 kriegt man XP 8, wenn man ein Szenario schafft. Das ist eine generelle Belohnung an Erfahrung, die man jedes Mal bekommt, wenn man ein Szenario erfolgreich abschließt. Ah, das heißt, wir kriegen 18 für den Abschluss des Szenarios und noch einmal 10, das heißt, ich kriege 28 Erfahrungspunkte. Ganz genau. Den selber gemachten 18 dazu. Okay. Du deinen Marker wieder, ich habe ihn wieder auf 0 zurückgesetzt und du tust du die 28 einfach. Und ich gebe mir die 28 einfach dazu. Und da reicht eh keine neue Level. Das heißt, ich komme auf 139. Okay, dann als nächstes machen wir das Gold, was wir kriegen. Das ist nicht besonders viel. Der Michi hat eine Münze, die ist 3 wert. Also Michi, du kriegst 3 Gold und ich habe... Michi, kriegt man vom Szenario nichts? Oder kein wie? Gold, kein Gold vom Szenario. Okay, dafür hat man die XP gekriegt. Ich gebe die Münze weg bei dir und ich habe 5 Münzen, ich krieg 15 Gold und sonst kriegt keiner was. Wow. Da sieht man, wer am Anfang die ganze Zeit rumgestanden ist. Ja, genau, weil die Winddämonen nicht... Was kann ich machen? Ich müsste mir irgendwie die Zeit vertreiben. Ich habe kein Geld dafür, welche Ja. Also für die, die ein bisschen Geld haben, die können sich, wie gesagt, die neuen Gegenstände anschauen. Da sind ein paar nette Sachen dabei. Weiß ich muss das nachher noch machen. Das sind Tränke, die... Ich auf Level 4 schon drei, oder? Die mit dem Moon Earring anfangen, nehme ich an, oder? Ja, genau. Andi, jeder darf Level durch 2 aufgerundet Tränke haben. Okay, also darf ich das zwei heißt, Tränke haben. Level 3 und 4 dürfen wir jeweils 2 Tränke haben. Michi, das ist für dich wichtig. Du hast nämlich 3 solche, 2 solche Beutelgegenstände, die kannst du jetzt beide tragen. Du musstest beim letzten Szenario dir einen von den beiden aussuchen und den anderen konntest du nicht mitnehmen. Jetzt darfst du beide ausrüsten. Also du darfst ich ab Level 3
Ich überlege mir, ob ich mich das mit den Karten kaufe. Also Refresh. Ja, die ist super. Der Ohrring meinst du, ne? Ja. Weil wir sollten das vielleicht Leute nehmen, die wenig Karten haben, also das Bellweaver. Warte mal. Naja, nein, da geht es ja nicht um die Karten, sondern da geht es um die Gegenstände. Ja, aber du kannst deine Potion auch damit refreshen, ne? Nein, nur was du tappst. Ja, und davon habe ich eigentlich nur den Dings. Und du hast momentan ja nur die Lederrüstung. Also das ist nicht so toll, ja. Also ich habe nur die Eagle Eye Goggles, die ich tappe. Okay, ich dachte, ich kann es wieder... Nein, ich habe mir das auch zuerst gedacht, aber dann haben wir gedacht, ja. Na, ich glaube, das gilt nur für die Eagle Eye Goggles. So, noch was, bevor wir einkaufen, ich lese jetzt weiter vor, was passiert in der Story, nachdem wir versuchen, die beiden zu versöhnen. Läuft es nämlich nicht so gut. Andererseits, einige von uns werden jubeln. Ich lese vor, Achtung. It takes a tremendous amount of effort and vigilance, keeping an eye on both Drail and Barty all hours of the day and night. It seems to work for the first few days. In the afternoon of the fifth day, sailing east, however, as you are sitting in the cabin for a meal, eyeing each other silently, Drail starts to cough and retch. It grows more violent until she is kneeling on the floor, heaving up blood. You try to aid her, but nothing you do seems to help. And within moments, she makes one last gurgle and collapses to the ground. Drail is dead. You look up at Barty, who stands over her with an expression of smug satisfaction. Oh, come now, it was always going to be me or her. I tried to warn you of that, but you refused to choose. So I did the choosing for us all. Das macht ihn auch nicht gerade sympathisch. Jetzt gibt's hier wieder zwei Optionen. Option A, accept the situation for what it is and continue sailing with Barty. Oh Gott, nein, wir machen das sicher nicht. Take out Barty before he poisons you too. Ihr wisst, dass uns die Entscheidung abgenommen ist, aber aus Neugier, was würdet ihr machen? Das ist jetzt schwierig. Er hat jetzt, also wenn man bedenkt, dass wir vielleicht doch gute Charaktere spielen, ich weiß nicht, ob wir gute Charaktere spielen würden. Es ist schwierig zu sagen. Also mein Spellweaver schaut schon gut aus. Also ich würde ihn auseinandernehmen. Ja. Schon allein deswegen, um zu verhindern, dass er mich nachher umbringt. Er scheint ja nicht unbedingt der Freundlichste zu sein. Ich meine, ich hätte mit ihm leben können grundsätzlich, aber offensichtlich wollte er ja nicht freundlich mit uns leben. Andi, was meinst du? Ich hab dir nicht zugehört. Was? Ja, ja. Er schaut wahrscheinlich nur, weil wie seine nächste Level läuft. Das ist so ein Powergamer. Ja, er ist ein Munchkin. Er ist ein widerlicher Munchkin. Wir wollen wissen, was du machen würdest. Okay. Ja, genau. Ich muss zugeben, ich wollte Dreh schon längst selber killen. Ich bin angefressen, dass er das gemacht hat. Und dass mich die Szenarien nicht die Dreh haben killen lassen. Seit 6 Szenarien hat er überleben dürfen. Aber mir geht es ein bisschen wie Dirin. Ich habe Angst, dass der uns auch killt. Deswegen aus reiner Notwehr würde ich... Ja, genau. Notwehr, genau. Aber die Community ist auch da wieder freundlich. Nein, sie ist unfreundlich. Sie hat gewählt, take out Barty before he poisons you too. Natürlich. Also, das Szenario 7 fängt damit an, dass wir versuchen, Barty zu... Was heißt versuchen? So, aber vorher machen wir jetzt... Wir machen das. Ja, ich hab schon gelesen. Ich gebe es zu, es läuft nicht so gut. Sag mal, Hartner, was hast du denn? Für den Inox Brood. Ja, das lesen. Ist es schon offen, das, was wir lesen müssen? Arrival in Chains klingt nicht gut. Nein, ja, ich habe schon aufgemacht, aber jetzt machen wir mal die Levelaufstiege. Okay, ihr macht Levelaufstiege und ich mache mal mein Deck. Eine Sache machen wir vorher, wir gehen noch einkaufen. Wir gehen noch einkaufen vorher. Dein Deck ist noch lange nicht so weit. Der Michi hat 37 Geld, der René hat 25 und ich habe auch 37 und wir schauen uns mal an, was die neuen Sachen können. Naja.
Also wer noch nicht drüber Dieser, geschaut hat, möge diese, das jetzt diese, machen. diese Der Artikel irgendwas kaufen. Schuhe grundsätzlich heißt das, du kriegst ein minus 1 in deinen Angriffsdeck rein. Ja, genau. Das ist ja der Ursch. Ja, für dich ist das ein Krempel. Für alle, die viel angreifen, die wollen diese Schuhe nicht haben. Aber es gibt Tanks zum Beispiel. Ich habe bis Du jetzt das meinst, die einfach angekreuzt, nur dass ich vorne ein stehen, negativer um nicht weggeschoben Item-Effekt werden wollen? muss. Ja, genau. Ja, Ja, das ist genau, ein übrigens haben Chainmail. beide. Die Chainmail ist super. Die habe ich Aber da probiert. kriegst du 3 minus 1 rein. Ja, genau. Dafür darfst du sie auch dreimal verwenden, bevor sie verbraucht ist. Dreimal plus ein Schild. Das wäre eigentlich mein Bist du Ziel, ja da kann ich es mir nicht arg. leisten. Das heißt, dann gibt es das Amulet of Life, das ist super, wenn man vergiftet wird. Michi, bist du übrigens da? Ich bin da, ja. Bist noch spitzamer als sonst. Aber da gibt es geile Sachen. Plappern alle herum und du machst den Mund nicht auf. Ja, das mag schon sein, dass es nette Sachen gibt, aber ich kann mir eh nichts leisten, also so gesehen. Du hast Zwei Geld. Ja, ich meine den Moon Earring oder das Amulet of Life. Ich bin mir nicht sicher. Aber Ich ich habe, muss glaube ich, eh noch zugeben, keinen Helm auf, oder? Ich habe gar nichts eigentlich. mich lacht auch nichts Doch, du wirklich hast einen an. Helm auf. Ich habe einen Helm Und auf? du Ah ja, hast einen stimmt, ich habe Eisenhelm. die Eagle-Eye-Goggles auf, Ja. stimmt. Und die werden getappt. Und die werden getappt, ja. Also die Dafür kannst ist du der immer Earring sofort schon ganz zurück. nett, wobei ich muss eh so viele Long Rests machen, dass das fast nicht, dass das fast irrelevant ist. Aber René, andere Sache. Ich würde dir noch von der Level 1 so Stiefel empfehlen. Ja, ich habe mir eh gedacht, ich werde mir jetzt noch einmal die vorderen Sachen auch Weil nochmal du kannst anschauen. sowieso nicht springen. Doch, er hat massenhaft Karten, auf denen er springen kann. Er Ja, braucht ja. die Also Speisestiefel. ich springen habe auch kann den ich. Spell. Ich habe auch den Spell Weaver. Nein, habe ich nicht. Stimmt, ich habe diesen Human's Wanderer, der kann nicht springen. Ja, aber Ja. der Spell Weaver hat zwei Karten, mit denen er gut springen kann. Okay, Kurze das ist kein Frage. Problem bei ihm. Ja. Also ich wäre mir ganz kurz nur, die Karten, was du hingelegt hast, Hartmann, das sind die drei, die ich mir aussuchen kann, richtig? Die eine ist noch die Level 2 Karte, die du nicht gewählt hast, als du deine Level 2 Karte ausgewählt hast. Die darfst du aber immer noch wählen, wenn du willst, wenn dir beide Level 3 Karten nicht gefallen. Und die anderen beiden sind die Level 3 Karten, wo du eine wählen darfst. Die natürlich mächtiger sind als die Karten, die du bis jetzt hast im Schnitt. Ich nehme die ganz rechts. Was zeig's uns? Lass uns auch sehen, was du Tolles kannst. Blunt Force? Nein. Doch. Wo sind. Blunt Force liegt direkt Blunt bei ihm. Force. Ja. Angriff 4. Plus 4 Attack? Mit Wenn Erbe du. machst du einen Angriff 8. Bist du deppert? Aber die verlierst du, wenn du sie spielst. Die obere Hälfte. Naja, mei. Die anderen sind, ich brauche immer Obstacles dazu und das ist dann halt ein bisschen. Achso, warte, die andere Level 3 Karte meinst du? Oh, da ist viel Text. Was ist die andere Ah! Level 3 noch so da? Warte mal, da dürftest du ein Obstacle rumverschieben. Ah, ich kenne die. Ande, das ist die Karte. Wir haben nämlich, wo der Ande und ich in unserer Face-to-Face-Runde spielen, der dritte Spieler hat auch den Crackheart und der hat diese Karte genommen. Und der hat sie schon ein paar Mal verwendet, das Clear the Way. Ich finde das obere, weiß nicht, ob es mächtig ist, aber es ist urlustig. Ich meine, mit Erde kannst du jeden, durch den du das Obstacle durchbewegst, mit einem Dreierangriff angreifen. Ne? Ich habe genug Massenangriffe. Ich brauche Ja. voll Dampf. Und unten hast du Bewegung 2 und Bam, Retaliate. stell jetzt mal Blunt Force vor mit Volatile Bomb. Das stimmt, das ist ein Single Attack mit der Volatile Bomb bis zu deppert. Ja, du hast recht, das ist eine super Kombination. Außerdem, was sie hat, ist eine niedrige Initiative. Ja. Ich überlege Versteht gerade, die ob ich mal. noch die Cloak of Meine Invisibility nehmen soll Arten. wieder. Die sind dann, ich muss die wieder zusammenstellen fürs Szenario, ne? Ja, du hast halt alle Karten momentan ein bisschen verteilt, aber du hast die vier links liegen, links unten, und sechs Karten hast in deiner Auslage, deine acht Karten und drei auf der Hand. Bist du halt zusammenstoppen wieder.
Warte, mach mal deine Perks noch, Michi. Ja. Du kriegst eben zwei neue Perks. Und ich habe deswegen gewartet, wegen dieser Stormblade, weil du eine Möglichkeit hast, mit deinen Karten allenfalls Wind zu erzeugen. Ja, ich wollte noch fragen, mit den, wo ich Naturenergie erzeuge. Ist das, ich ziehe Karte und dann. Wie funktioniert das? Generell, du hast vor der Naturenergie, das ist René für dich auch relevant, aber vielleicht weißt du schon, dieses Symbol, diesen Pfeil, diesen Umdrehpfeil. Das bedeutet, wenn du dann diese Karte ziehst, ziehst du nachher gleich noch eine Karte, so lange bis du eine Karte ziehst, die nicht diesen Umdrehpfeil dabei hat. Das kumuliert sich also alles. Also zum Beispiel, wenn du als erste diese Umdrehpfeil und Erde erzeugen Karte ziehst, ziehst noch eine Karte und ziehst dann zum Beispiel eine Plus 1 und dann erzeugst du Erde und greifst mit Plus 1 an. Was nett ist. Es hat aber auch einen kleinen Nachteil, da war nicht gleich. Ihr erinnert euch ja, manchmal hat man Advantage. Das heißt, man zieht zwei Karten und sucht sich die bessere aus. Wenn man da so eine Umdrehkarte zieht und dann noch eine zweite Karte, dann kann man sich's nicht aussuchen, sondern dann sind das einfach die beiden Karten und die werden beide aktiviert und der Advantage verfällt mehr oder weniger. Muss ich die zweite dann ziehen? Bei Advantage musst du eine zweite ziehen, ja? Und du musst auch bei dem Ding eine zweite ziehen, weil du hast ja keinen Angriffswert. Du erzeugst ja nur Genau, ja. Dings, du erzeugst ja nur Energie. Ja, aber bei mir zum Beispiel habe ich dann so Karten wie Okay, na warte mal. Stun, Ich Assist Arm suche und jetzt so einmal weiter. einen Perk aus, ja. Sollten wir alle dann einmal durchgehen, was wer auch immer Und man hat ja macht. den normalen Angriff. Okay, Also also dann mit wenn 0 er der zieht. blaue Zeiger soll mal weggehen. Ja. Also. Na, kannst du nicht alt machen, dann siehst du es groß. So, ich nehme mir nur Negative Items Effect. Und kaufte diese Rüstung. Genau. Um 30. Ja, genau. Ah, das ist super. Und ich nehme noch Add-to-Cards mit Naturmagie erzeugen. Ja, warte, suche ich dir nämlich raus, während du dir den Gegenstand kaufst. Ich gebe die beiden Karten gleich zu deinem Deck dazu. Das ist nicht Naturmagie, was du da Das rausgezogen ist hast. Windenergie. Ich weiß, ich habe die nur weggezogen, weil ich weiß, dass Natur gleich drunter liegt. So, und ich verkaufe den anderen Armor, den Leather Armor, Genau, kriegst verkaufe einen ich für halben Wert. 10. Ja, und ich lege sie wieder runter zu den anderen. Ja. Bekomme den Das halben Wert, das heißt, heißt du zahlst. 10 mal 10. Eine wichtige Regelsache zu der Chainmail. Du kriegst einen Marker drauf und immer, wenn du Schaden durch einen Angriff kriegst, tust du einen Schaden verhindern und der Marker geht um 1 runter. Wenn der Marker runterwandert, wird die Karte getappt. Und erst sobald sie getappt ist, kann sie in einer Long Rest oder sonst wieder Ja, angetappt werden. schon, ja. Ja? Und diese 3 minus 1 Karten ignorierst du. Die nimmst du einfach nicht dazu. Das ist super. Genau. Okay, gut. Dann ist dein Levelaufstieg abgeschlossen. Denk auch dran, dass du jetzt 2 Hitpoints mehr hast. Du hast jetzt 14 am Anfang, hast du aber eh schon berücksichtigt. Ja? Gut, mach mal Andi seinen Levelaufstieg. Also, ja, weiß ich schon. Was hast du genommen? Ich nehme einfach 2+1 Karten dazu. Ja, hast du es dir schon genommen? Nein, wo sind die? Da drinnen. Da genau, da suchst du es dir raus. Und dann muss ich zwischen zwei Karten in mich entscheiden. Moment, ich überlege noch, ob ich nehme mir noch die. Überlege, ob ich mir die Schuhe nicht nehme, dass ich nicht herumgepusht. Du hast bis jetzt noch keine Schuhe? Ah, ja. Das wäre super gewesen auf diesem Turm vor zwei Szenarien. Da Genau. hätte dich das Ganze rumschieben, hätte dich nicht weiter interessiert. Genau. Andi, Ja, du hast deine Karten, gell? beim Ah, letzten ich mit muss mir diesen. jetzt noch, ich habe den Perk jetzt genommen. Ah, jetzt muss ich mich noch entscheiden, welche von diesen beiden Karten ich mir nehme. Weil ich einen Zeig mal, was du Levelaufstieg habe. genommen. Sie liegt da. Welche hast denn du genommen, Na, warte Hartmann? mal, da liegt Level 2 und Level 3 Karte, aber keine Level 4 Karte. Okay, das heißt, sie sind alt, verstehe. Das sind alte, warte mal, lass sie liegen, Das. du hast sie trotzdem zur Ja, Auswahl. aber es waren die zwei, die da drinnen waren in dem Sackerl.
11 Karten wieder mitnehmen, ne? Wo sind meine zwei Level 4 Karten? Andre, du hast da irgendwas Kompliziertes. Du hast nämlich auf der Hand ur viele Karten. 15, hast ja. Du... Ah, das passt dann. Ich habe 15 Karten auf der Hand. Wo sind deine restlichen Karten? Ich suche die raus. Die haben wir irgendwo verloren. Oh. Ah, nein, da sind sie. Oh, das sind 13, verstehe. Genau. So, warte, ich lege sie raus, die Level 4 Karten. So. Level und das ist 4, Level 4. Ah ja, okay. Weg. Ah ja, die, ich kenne die ja, weil ich den hast du genau in unserer Runde. Aber das verrate ich nicht. Hey, du hast sicher das NZ5 genommen. Schaut sie mal seine Level 4 Karten an. Ja, glaube ich. Glaubst du? Also Loot 1 ist nett, aber die Attack 8 Karte ist dann einfach weg. Unstoppable Charge ist werde mit dem Star. Also mir gefällt die Attack 5 Karte schon ganz gut. Hm. Ich tendiere dazu, mir die 5er zu nehmen. Ich mein, Unstoppable. Der Michi hat sich auch eine Attack 8 Karte genommen, wo er noch dazu Erde braucht und die auch weg ist dann. Also sag mal, Hartmann, was hast du da genau bei? Ich sag's, nachdem du dich fix entschieden hast. Ja, als Doppel-Touch nehme ich mir. Okay. Formulier's mal so, du solltest unser Tank sein. Nein, du bist jetzt unser Tank, nach der Ausrüstung, ja, die du dir zugelegt hast und den, nein, Karten. Ich hab nicht Retailate und das ganze Zeug. Also mein schon, aber nicht in der Ausführung. Ja, das ist nicht notwendig. Andi, ich habe diese Karte auch genommen, wenn es dich interessiert. So, jetzt mache ich meinen Levelaufstieg. Ich kriege auch einen Perk durch den Levelaufstieg und ich nehme mir. Was tue ich da? Ich nehme mir 2-1 Karten raus. Muss ich die Karten nehmen, nachdem wir das Szenario vorgelesen haben, oder müssen wir uns da jetzt schon entscheiden? Nein, nachdem. Wir, das ist das, ja, allerletzte. Abnehmen. Da wart noch zu die Auswahl der Karten für das nächste Szenario. So, ich nehme da 2-1 Karten raus. Ich komme welche. Aber leider erzeugt niemand Wind für die schöne Windklinge, die der Andi jetzt hat. So. Und ich habe die Wahl auf Level 3 zwischen Tinkerer's Tools. Da kann ich eine Falle disarmen. Auf der oberen Hälfte und auf der unteren Hälfte kann ich eine Falle machen. Das heißt, zuerst mache ich sie und dann disarme ich sie. Initiative 26, was Nettes. Und die andere Karte ist Crankbow. Da habe ich einen Angriff 6 auf Reichweite 5. Dafür ist die Karte weg. Und ein Move 4. Und ich glaube, die werde ich nehmen, weil Fallen bauen und disarmen, da bin ich jetzt nicht so. Ja. Passt, mache ich so. Damage. Damage, genau. Ab in mein Deck. Und damit ist auch mein Levelaufstieg abgeschlossen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich noch was einkaufen gehe. Das dauert eine Minute. Ich darf ja noch einen Trank haben. Verdammt. Na, aber ich will keinen. Aber ich muss mein Geld irgendwie ausgeben. Ich muss irgendwas Sinnloses kaufen. Ja. Ich überlege, ob ich mal die Cloak of Invisibility doch wieder nehmen soll.
Ist wirklich haben wir geklärt eigentlich, wie das ist bezüglich des Reviving Ethers? Kriege ich den da wieder zurück oder nicht? Die Cloak of Invisibility. Hartmann. Was war Reviving Ether jetzt nochmal? Der Reviving Ether ist die Karte, die mir alle Karten aus dem Graveyard zurück in die Hand bringt. Nein, da kriegst du nur deine Handkarten, nicht die Die gemischten. Link, Du kriegst einfach alle Lost-Karten, die hier auf dem Lost-Pile liegen. Aber nur deine Handkarten, nicht Gegenstände. ja. Weil ich meine, das Symbol ist gleich, wenn du einen Gegenstand lostest. Verstehst du, was ich meine? Die Terminologie ist unterschiedlich. Warte mal, als Beispiel Lies und. Lies mal Moon Earring, das ist der Gegenstand der Level 3, wo ich gerade mit der Hand drauf bin. Wenn ich ihn finde, auf die Hier, Schnelle. ganz unten rechts am Tisch, wo die neuen Gegenstände liegen. Naja, Wo ist ja, heiß, da. heiß, 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 genau, ja. Da steht Refresh all your spent items. Also bei Items ist die Ja, aber das AP. ist, wenn sie getappt sind, Spent Das Items. stimmt, ja. Aber das finde ich jetzt in den Regeln nicht. Es ist auch der Ausdruck. Während das Symbol, das beim Moon Earring drauf ist, das ist das Lost-Symbol, das auch bei den Karten drauf ist, wenn sie lost sind. Ja, aber das, was Refresh ist bei Items, ist. Also es gibt auch, wenn du Items komplett verbrauchst, gibt es auch einen eigenen Ausdruck. Und das ist nicht dasselbe wie bei Lost-Karten. Also es ist definitiv so, dass der Reviving Ether nicht auf Gegenstände wirkt, sondern nur auf die Handkarten. Das liegt an der Terminologie, ich kann es dir jetzt nicht genau begründen, weil ich die Wörter nicht mehr alle weiß, aber das habe ich mal nachgeschaut. Ich bin nicht überzeugt und ich habe die Regeln nicht bei der Hand. Ja. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch in Du den Regeln kannst nachschauen tatsächlich die würde. Regeln lesen, weil das Regelheft hier ist, nur das dauert ewig. Ja. Es gibt, du kannst in Ah, Google 51 eingeben. Seiten. Ja, genau. Aber du kannst in Google Reviving Ether und Items eingeben und du wirst deine Antwort sehr schnell finden. Das könnte ich vielleicht machen. Aber die Antwort wird dir nicht gefallen. Übrigens, ich räume noch alle Monster weg, die es hier noch gibt vom letzten Szenario. Die da noch rumliegen, die braucht man nicht mehr. So, ich muss einkaufen. Ich kann dieses Gold nicht einfach nicht verwenden. Das ist nicht. Ja. Muss man Das Anyway. wievielte Szenario ist das jetzt eigentlich Das schon? siebente. Okay, 7, 8, 9, 10. Also mit dem noch 4. Genau. Und Leute, habt ihr gehört, es gibt dann 10 neue Szenarien. Es gibt eine neue Mini-Kampagne, ja. Ich habe noch mal eine Frage. Wie nimmt man die Karten noch mal in die Hand? Cursor und Sie? Wie meinst du in die Hand? Sie sind zwar jetzt hier vor mir aufgebaut, diese 8 Karten, aber ich Und sehe so zum sie. Beispiel. Achso, warte mal. Ja, aber ich sehe sie nicht direkt vor mir. Aha, das ist komisch, in der Tat. Weil, schau mal, wenn du bei mir schaust, da gibt es noch eine Was? obere Reihe, wo man die auch hingeben kann. Und alle von uns haben in der oberen Reihe Karten, nur du Ja, nicht. aber ich kann es dort nicht hingeben. Schau. Das ist Wenn wirklich ich es dort weird. Ich hatte das hinziehe. auch schon mal. Steige mal aus und wieder ein. Steig aus und wieder ein, Ah, okay. Gut. ja. Ja, wir warten auf dich. Ja.